Ein Bolzplatz in Berlin-Kreuzberg. Viele der Spieler auf diesem Platz haben eine Flucht hinter sich, ob aus Palästina, Mali oder Afghanistan. Sie leben in Flüchtlingsheimen, ohne Rechte auf Arbeit oder Ausbildung. Das Training ist oft der einzige Termin in der Woche. Hier gibt es keine Grenzen, nur das Spiel. Sprachbarrieren sind nebensächlich. Klar, es werden total viele unterschiedliche Sprachen hier gesprochen, aber Deutsch ist schon die einzige Sprache, die alle zumindest irgendwie ein bisschen können. Fußball ist eine Sprache, wo man nicht viel Wortsprache braucht. Versteht jeder, so die Grundprinzipien des Fußballspiels. Und sonst versuchen wir auch immer gegenseitig zu übersetzen. Also wir haben Spieler, die sprechen dann halt schon Arabisch-Deutsch, Persisch-Deutsch und übersetzen dann für diejenigen, die halt noch nicht so gut die Sprache können. Das funktioniert super. Also ich bin Ali Ahmadi, komme aus Afghanistan. Seit 2010 bin ich hier. Man redet halt hier Deutsch, das ist erste Hilfe. Also und dann zweitens, dann sucht man nach Deutschkurs, sucht man nach Vereine. Wir machen auch viel Vernetzungsarbeit, das heißt, wir unterstützen sie bei Sprachkurssuche, bei Anwälten, beim Arzt zum Beispiel, wenn sie da irgendwie Unterstützung brauchen. Aber auch allein die Spieler unter sich haben halt ein riesengroßes Netzwerk gebildet, können gegenseitig sich unterstützen, können sagen, okay, der Anwalt ist gut oder die Schule ist gut oder mach doch das, geh doch dahin. Da sind wir mittlerweile fast ein bisschen überflüssig, was gut ist, was schön ist, weil einfach so viele Spieler mittlerweile so viele Kompetenzen haben, dass die sich gegenseitig sehr gut helfen können. Für 90 Minuten verschwinden bei den Flüchtlingen die Ängste über das schwebende Asylverfahren. Doch wenn Flüchtlinge in Deutschland ankommen, haben sie erstmal ganz andere Probleme. Professor Dr. Ulrike Koska ist Direktorin der Caritas für das Erzbistum Berlin. Sie kennt sich mit den Bedürfnissen der Neuankömmlinge aus. Für die Flüchtlinge ist es vor allem wichtig, dass sie Ansprechpartner haben. Also wir machen so die Erfahrung, in den ersten Tagen und Wochen geht es vor allen Dingen erstmal darum, dass die Flüchtlinge einen Schlafplatz haben, dass sie sich orientieren, sie müssen zu verschiedenen Ämtern und sozusagen, ja, wie liest man den Stadtplan, wo bin ich eigentlich, wo ist der nächste Laden, also so diese ganz praktischen Sachen. Viele Flüchtlinge brauchen schlicht und ergreifend Menschen, die ihnen auch zuhören und die absichtslos bei ihnen sind und sie nicht gleich bespaßen wollen, sondern einfach da sind und sich ein Stück auf sie einlassen. Wenn sie dann hier sind, dann müssen wir die Zeit einfach intensiv nutzen, weil wenn zum Beispiel, manche müssen ja 7, 8 Monate dann auf ihr Verfahren warten, wenn nicht noch länger, warum sollen sie in der Zeit nicht zum Beispiel Englisch lernen? Das ist auch eine wichtige Geschichte. Deutsch ist gut und sollte man auch machen, aber Kompetenzen, die ihnen vielleicht auch bei einer Rückkehr weiterhelfen. Im AWO-Refugium am Kaiserdamm findet regelmäßig ein Englischkurs für Flüchtlinge statt. Für viele Migranten ist dieses Angebot die einzige Möglichkeit, sich weiterzubilden und der erste Schritt auf dem Weg zum selbstbestimmten Leben im Ausland. Die meisten von ihnen können sich einen solchen Kurs nicht selber leisten oder dürfen aufgrund ihres Aufenthaltsstatus nicht an öffentlichen Einrichtungen lernen. Möglich wird das Projekt nur durch freiwilliges Engagement. Well, I think what's really great about it is just how much they need it and how much they really want to learn and how big of a step it is in their life to be able to be here in Europe and learn a language and hopefully with this language get a job and get a life going. I think it could be so important for their life to learn English that I think it's really great to help them with that. So I'm doing this teaching and even though it's for free and I'm not getting paid for it, I think I'm getting a lot out of it, not just in experience but also even for my CV. It's very good to have volunteering and I think overall, it's, even though it's not paid, I think it's a great experience. The best thing I would say was one of my first times was with a Syrian refugee. He was 17, so about my age. And he was at first shy, but once he got going and he opened up in English, which was really rewarding, he told me his whole story and it was very important for him to share what happened to him in his life in English. And I have to say, this was by far the best lesson. Ein weiteres Projekt, was ehrenamtliche Unterstützung benötigt, sind die Lom Navar Refugees and Friends. Mon nom c'est Koku Théophile. Je viens du Togo. Ouais, le nom de notre bande c'est Lom Navar. C'est ma langue maternelle du Togo. Lom c'est love. Amour. Et Nava, c'est come together, viens ensemble. Stand up for your rights. Come on, come on. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up.
Ich heiße Lucy Thomas und ich komme aus Wales und bin seit 3 Jahren in Berlin und arbeite für Give Something Back to Berlin. Genau, wir sind ein soziales Projekt, das neu angekommene in die Stadt sozusagen in soziale Projekte verknüpft. Wir ermöglichen es Leuten, ihr Online-Aktivismus oder ihr Online-Interesse in Offline-Handeln oder in Offline-Engagement umzusetzen. Viele ehrenamtliche Helfer sind selbst ehemalige Migranten, die mit viel Herzlichkeit und Liebe in Berlin aufgenommen wurden. Nun möchten sie den neuen Bewohnern Berlins etwas zurückgeben, sprichwörtlich Give Something Back to Berlin. Auf deren Website können sich Freiwillige einfach in Projekte vermitteln lassen oder neue Angebote starten. Die Übersicht ist eingeteilt nach hilfesuchenden Organisationen und Freiwilligen, die selbst etwas anbieten. Jedes Engagement hat seine eigene Informationsseite. Die Teilnahme ist direkt über die Webseite möglich. Und momentan sind wir wirklich auf Spenden angewiesen und die nächsten Monate sind leider auch die kritischen Monate. Also zwischen jetzt und Weihnachten müssen wir auch wirklich sehen, wie wir die Projekte weiterführen können, weil sonst müssen wir leider auch unser Projekt erstmal vorübergehend schließen. Wer seine Zeit oder Arbeitskraft spenden möchte, kann Ansprechpartner engagierter Projekte, Initiativen und Einrichtungen auf der Berliner Freiwilligenbörse persönlich kennenlernen. Seit 2008 veranstaltet die Landesfreiwilligenagentur Berlin diese Messe zu freiwilligen und ehrenamtlichen Tätigkeiten jährlich im Roten Rathaus. Jedes Frühjahr werden weit über 1000 Möglichkeiten aus verschiedenen Engagementfeldern vorgestellt. Seit 2015 sind auch Angebote für Integration und Flüchtlinge an den über 100 Ständen vertreten. Wie und wo werden Freiwillige eingesetzt? Welche Aufgaben übernehmen sie? Und welche Betreuung oder Schulung gibt es für sie? Konkrete Beispiele zeigen, wie interessant und abwechslungsreich ehrenamtliche Tätigkeit bis über die Berliner Stadtgrenzen hinaus sein kann. Mein Name ist Katja Eichhorn und ich bin hier beim Caritasverband für das Erzbistum Berlin zuständig für das bürgerschaftliche Engagement, also für all die Themen, die sich rund um das Ehrenamt drehen. Die Berliner Freiwilligenbörse ist für uns dahingehend wichtig, dass wir Freiwillige gewinnen und dass wir natürlich über unsere Arbeit gut informieren können. Also ich denke, der Gewinn der Börse ist, dass der allgemein interessierte Bürger auf unsere Projekte trifft und vielleicht noch manchmal Fragen stellt, auf die wir gar nicht gekommen wären, ne? Oder uns vielleicht auch noch ergänzende Hinweise gibt. Also es sind immer ganz interessante Gespräche. Je suis un activiste. Dans mon groupe d'activité, on a fait la marche de Wittburg, Hamburg, pour arriver à Oranienplatz, pour montrer aux autorités notre indignation. Parce que nous avions fait des années ici, on n'a pas le séjour. On veut montrer au public que nous voulons rester ici. Et j'ai commencé la musique là-bas, à avoir contact avec les gens. Die Zusammenarbeit mit anderen freiwilligen Organisationen oder auch Bürgerinitiativen, das ist eigentlich sozusagen eine der Kernaufgaben. Das erleben wir jetzt ja auch gerade vor dem LAGESO, vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wahnsinnig viele Leute engagieren sich, aber es muss eben auch in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Und da ist Absprache und Koordination einer der wichtigsten Aufgaben. Also bei uns ist es so, dass wir Anfang Dezember letzten Jahres die Flüchtlingsnotunterkunft in Mitte eröffnet haben und da hatten wir so einen großen Andrang an ehrenamtlichen Helfern. Wir hatten innerhalb von 48 Stunden über 100 Personen, die helfen wollten und da haben wir recht rasch gemerkt, hier muss eine Ehrenamtskoordination direkt ins Haus und direkt vor Ort, um die Angebote und die Bedarfe sinnvoll zu bündeln. Mittlerweile ist es ein eigener Verein, also es hat sich aus einer Initiative ein eigener Verein rausgebildet und wir haben neben dem Training hier, werden wir jetzt nächste Woche im Wedding ein weiteres Training für Männer starten, aber haben auch noch 4 Kindertrainings an verschiedenen Standorten und auch ein Frauenteam. Bei Projekten wie den Champions ohne Grenzen werden Migranten neue Perspektiven aufgezeigt und sie kommen aus der sozial-räumlichen Isolation ihrer Heime heraus. Derartige Breitensportangebote gibt es dort meistens nicht. Wir haben Projektgelder von verschiedenen Stiftungen, aber auch ein paar Spenden. Aber klar, die Haupttätigkeit ist schon auch ehrenamtlich. Wir versuchen unseren Trainerinnen, die regelmäßiges Training zu machen, eine Übungsleiterpauschale zu bezahlen. Weil ich finde, auch ehrenamtliches Engagement heißt nicht gleich immer gar kein Geld zu geben, sondern einen gewissen Aufwand auch ihnen zu zahlen. Aber darüber hinaus, auch was sie bezahlt bekommen, machen sie halt einfach viel mehr ohne Geld, einfach ehrenamtlich. Die Spieler auch selber übernehmen ehrenamtliche Verantwortungen.
Si tu viens ici, tu as demandé l'asile, tu n'as pas le droit de travailler. Tu n'as pas le droit de sortir dans ton district. You are not allowed also to study. Nous, on dit que tout le monde doit avoir l'éducation. Et les gens qui sont isolés, de les enlever tous les lagas, amener les gens dans la ville pour que les racistes ne viennent pas les menacer. Wir brauchen das Engagement für Jahre, weil die Flüchtlingssituation wird sich in den nächsten 10 Jahren nicht ändern, aus meiner Sicht. Sie wird sich eher noch weiter verstärken. Und deswegen dieser lange Atem, das ist ein ganz wichtiger von den Freiwilligen, von den Organisationen und letztendlich auch vom Senat, das ist entscheidend. Aber wie gesagt, es braucht hauptamtliche Koordination des ehrenamtlichen Engagements. Und deswegen muss das auch unbedingt mitfinanziert werden, weil sonst geraten Ehrenamtliche auch oft an ihre Grenzen. Und das erleben wir auch schon manchmal, dass es dann auch zu Überforderungssituationen kommt. Und das ist nicht gut, weil dann kann auch die Stimmung mal kippen, wenn Menschen einfach an die Grenzen geraten oder ihre Hilfe vielleicht auch gerade nicht gebraucht wird.